Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wupp, 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 wupp. Ja, hier sind wir wieder frisch, fröhlich, freudig. Und ich habe schon eine Idee, was wir heute mal machen. Dim, dim, dim. Wir hören ja tollen Minecraft-Musik zu. Und wir basteln uns schon mal was in Vorbereitung, auf was wir vorhaben. Haben wir eigentlich ja, viel kaputtes Zeug? Haben wir. Kann man die eigentlich. Ja, die muss man dann in der Schmiede, ne, zusammen. Na ja, gut. Nee, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber der Sinn der Sache der heutigen Folge ist, dass wir uns ein paar Level zu eignen. Damit wir endlich genug Level haben, um die Spitzhacke zu verzaubern. Das ist so das Ziel der heutigen Folge. Das bedeutet, ich werde erstmal gucken, dass ich für ein paar wenige Level, wahlweise 5 oder drunter, das Schwert verzaubere. Nemesis der Gliederfüßer, naja. Es gibt Besseres, aber gut, meine Güte, bleiben wir halt dabei. Und was wir dann machen, wir bauen uns wie so eine Art kleine Arena. So eine kleine Monster-Arena, die würde ich mir gerne bauen. Also denkst du dir so, hä, Monster-Arena, was laberst du für eine Kacke? Ja, vielleicht, aber es macht Spaß. Den Rekids mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Nein, wer den alten, die alte Robin Hood-Parodie noch kennt, die ist recht lustig. Jetzt bin ich wieder voll ans Mikro gekommen und so muss ich erstmal wieder fangen. Oh, hier haben wir auch noch ein Schwert. Na gut, egal. Erstmal neues Holz. So, dann nehmen wir mal die Hälfte davon. Die verarbeiten wir zu Stickies. Und die Stickies verarbeiten wir zu Zäunen. Und wenn die Zäune dann fertig sind. Moment, so, so, so. Ein bisschen was in der Hinterhand halten. Alles klar. Fackeln haben wir auch hier noch mit. Da fackeln wir nicht lange. So, dann gucken wir mal, dass wir uns die kleine Arena bauen. Mein Ziel ist es nämlich, quasi, aua, hier runterzufallen und Schaden zu kriegen. Nein, vielleicht hier irgendwo auf der Ebene, auf halt der großen Fläche, so ein kleines Einzäunli zu bauen und dann mal zu gucken, was so alles im Umkreis spawnt und uns auf den Keks gehen will. Hier ist zum Beispiel so ein schöner Spot. Oder hier hinten. Nehmen wir nur den hier hinten. Der sieht auch gut aus. Obwohl. Oder wir gucken, dass wir hier in solche Höhlen. Willst du mich da reinschubsen, Schaf? Nein, nein, nein. Oh ja, das sieht aus wie eine Arena. Ja, nehmen wir das doch. Also hauen wir ein bisschen das Gras hier Lumpe hier weg. So. Alles weghauen. Brrr. Denn das behindert uns bloß beim Kampf. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. So. Du kommst weg. Alles weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg. Weg, weg. Weg. So, ich denke mal, das sollte jetzt schon mal reichen. Da gehen wir nochmal so eine Runde drumrum. So, einfach der Sicherheit halber. Ich meine, bis es Nacht wird, dauert eh noch ein bisschen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Soweit so gut. Und warum ich die Zäune mitgenommen habe, das fragt ihr euch jetzt. Das dient eigentlich mehr oder weniger nur dazu, dass falls Skelette spawnen oder so, dass man da noch ein bisschen den Schutz hat. Sondern so ein paar Schutzdinger bauen. Keine Ahnung. Und vor allem. Ups, das war falsch. Und vor allem sollen die dazu dienen, dass ich so und so hier noch Fackeln draufsetzen kann, damit wir auch was sehen. Ist ja auch nicht zu unterschätzen, sowas. Zack. So, machen wir hier so ein Cage-Fight. Yeah. Huch, nee, du nicht. So. Sieht bestimmt voll lustig aus, aber ist zweckmäßig. Ich hab's doppelt gemacht. Na gut.
Das tut mir leid. Das wusste ich nicht. So. Verbraucht aber ganz schön viel Heu, also ganz schön viel Zäune hier. So, dann machen wir hier noch einen hin. So. So. Selber Mau. Für noch einen wird es nicht reichen, ne? Nee, das sehe ich jetzt schon, dass das vorne und hinten nicht dafür reichen wird. Höp. Naja, egal. Hier ist sowieso so eine komische Ecke. Dann bleibt die halt so ein bisschen offen. Und wir machen hier so eine Einser hin. Sieht auch lustig aus. Die Werkbank stelle ich mir auch mal mit hin. So, und dann sollen die Viecher mal kommen. Die Sonne geht langsam unter. Das passt ja perfekt. Wie der Schuh des Manitou. Warum ist da oben keine Fackel drauf? So. Dann sieht man hier nämlich auch was in der Aufnahme. Das ist nämlich immer so die Sache, wenn wir gegen Monster kämpfen. Und im Dunkeln, vor allem wenn wir da durch den Wald sind oder so. Na, guck mal hier. Dann hier ist alles viel dunkler, als wenn ich hier hingucke. Oh. Cool, so mal nur einen Rundumblick. Scannen, scannen. Cool. Scharf. So, ihr Viecher. Dann zeigt euch mal. Ich bin mal gespannt. Ich sehe sowieso kommen. Gleich kommt ein Creeper und jagt uns einfach eiskalt in die Luft. Nö, gut geschützt sind wir eigentlich mit unserer Rüstung. Die Waffe ist auch fit. Und da kommt schon der erste Zombie. Komm her. Ich hätte vielleicht mehr zu essen mitnehmen sollen. Aber okay, Zombiefleisch wird es auch tun. Hier ist schon dunkel. Alles klar. Ja, die Verteidigung steht. Ja, wir haben eine Tank-Kuh, ein Heal-Schaf und ich als Damage-Dealer. Was soll schon passieren? In der Arena des Todes! Des Todes! So. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass mehr Viecher kommen. Aber es kommen ja schon Viecher. Also so ist es jetzt nicht. Blöde Kuh. Okay, ich hatte hier eigentlich gerade einen Zombie gehört. Schon wieder. Da oben steht, glaube ich, noch ein Creeper. Hätten wir uns vielleicht noch einen Bogen mitnehmen sollen. Zu spät. Oh, so eine Safe Zone bauen. Ja gut, das ist ja hier quasi unsere Safe Zone. Ich gucke jetzt mal den Creeper, den Zombie da oben, ob wir den anlocken können. Hallo. Diesen einen oder diese drei oder die fünf oder 17. Nein, Hilfe. Kommt doch her. Ich hau euch kaputt. Gib euch links und rechts und mit dem Schwert ins Gesicht. Einmal quer durchziehen hier. Zack. Zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja, kommt her. Und gebt mir eure kostbaren Level. Und da fangen schon die ersten Skelette an zu spawnen. Siehst du mich? Nö. Nee. Das Skelett ignoriert mich, der Creeper ist anscheinend auch weg. Ja, guck mal. Hallo. Level. Ja, Level 22. Wir waren auch schon mal weiter. Ich habe fast das Gefühl, diese Taktik ist nicht sehr effizient. Wir bräuchten dann tatsächlich irgendwann mal so eine Monster, eine Monsterfarm. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist das Skelett verschwunden? Hä? Ich höre sie. Ich sehe sie aber nicht. Wir laufen mal ein bisschen rum in der Hoffnung, dass wir hier was anziehen können. Was anlocken.
Da hinten ist ein Skelett. Da ist ein Creeper. Also. Moment. Es sind nur ein bisschen wenig Monster hier. Das finde ich sehr mysteriös. Oh, da ist ein Creeper. Ich hätte da echt mit mehr gerechnet. So. Jetzt musst du mich aber sehen. Aua. Aua. Auch Spinnen, finde ich, sind hier wenig. Da haben wir schon extra ein Schwert, was gegen Spinnen gut ist. Und hier sind keine. So, gehen wir hier oben noch ein bisschen das Terrain abstecken. Das Terrain. Was leuchtet denn da? Leuchtet da eine Kuh? Ach, da ist eine Fackel und da ist ein Creeper. Warum? Au! Voll doof. Ich habe den eigentlich voll getroffen, meine ich. Aber anscheinend nicht. Ich weiß, wenn man hier Licht macht, dann spawnen da keine Viecher, aber hier sind ja eigentlich genug dunkle Flächen, wo die spawnen müssten. Da versuche ich das ein bisschen hier auf die... Oh, den habe ich gekriegt. Das war knapp. Da habe ich jetzt gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Da hat er mich verfolgt. Ein Übeltäter. Ja, irgendwie habe ich mir das hier spannender vorgestellt mit der Arena. Die Viecher, die trauen sich ja gar nicht. Ich dachte, jetzt kommen sie hier von allen Seiten. Ich habe extra alle Optionen offen gelassen. Da oben läuft ein Zombie. Hallo, Zombie. Hallo. Doch, jetzt kommt da einer. Hier da hinten, interessiert ihr euch für mich? Komm mal her hier. Komm mal her. Oder jetzt kommen sie von allen Seiten. Sind auch ein paar Skelette gespawnt. Aber ich glaube, in einem Umkreis vom Spieler, in einem gewissen Umkreis spawnt ja auch nichts. Irgendwie so war das ja. Ja, kommt her, ich hau euch kaputt. Einfach austänzeln. Aua. Hat er mich einfach gehauen. Irgendwie immer, wenn ich sowas sage, passiert das. Wenn ich sage austänzeln oder irgend sowas, dann haut mich irgend so einer kaputt. Ha! Haben sich gegenseitig gekillt. So. Haha. Okay, ein bisschen, na 23, das geht aber echt effektiver. Ohne Spaß. Das haben wir schon so viel effektiver gesehen. Und mich wundert es echt, dass hier kaum Spinnen sind. Doch da ist eine. Spinne, ist das ein Creeper? Ja, das ist ein Creeper. Oh. Hallo. Hier mal noch eine Fackel hin. Oh, wo kommst du denn her? Aua. So, dich und dich machen wir auch noch kaputt. Ach, Endermännchen. Und Creeper. Was? Wo? Warum greifst du mich an? The fuck? Hab dich sowas von nicht angeguckt. Ah, dafür kriegst du jetzt aufs Maul. Ja, komm her. Du musst schon sehen, was du davon hast. Auf dich immer weg zu teleportieren. Ha, erwischt. Ha. Oh, eine Enderperle. Oh. Wie schön. Jetzt wird es langsam wieder hell. Mist. Aua. Geht weg. So. What the fuck? Da ist ja noch eins. Peng. Peng. Oh, wir haben nichts mehr zu essen, ne? Na komm, wenn wir jetzt einmal schon Enderman bekämpfen, dann richtig. Komm doch her.
Haha! Enderman und Spinne besiegt. Und wir sind so gut wie tot. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Effektiv Level gefarmt haben wir hier jetzt nicht. Das kann mir keiner erzählen. Das glaube ich auch selber nicht. Aber wir haben es mal probiert. Es war mal ein Test, ne? Ich glaube, ich bleib dann doch lieber beim Verarbeiten von Rohstoffen und. So, hier gibt es auch noch ein paar Level zum Abgreifen. Ist hier noch was, was verbrennt? Nein. 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 Okay. Oh, hier ist ein, hat sich ein Creeper in die Luft gejagt. Hm? Ist auch sehr schön. Ja, und sehr, sehr essensintensiv ist das Ganze vor allen Dingen. Nee, aber es war einfach mal so eine Idee von mir. Ich höre doch hier immer noch Zombies. Was soll denn das? Naja, wir gehen mal zurück mit unserem tollen, tollen, tollen Loot. Nicht. Ah, doch, eine Enderperle. Eine Enderperle, das ist schon mal was. Die hätten wir sonst nicht gekriegt. Also, kann man als teils erfolgreich abstempeln, das Ganze, würde ich sagen. Ja, doch, teils erfolgreich lasse ich gelten. Das Problem ist auch hier an der Sache, hätte ich jetzt hier noch einen Eisengolem mit hingestellt, das hätte uns nicht unbedingt was gebracht. Weil, ja, das ist ein Eisengolem, ne? Wenn der die Viecher killt, kriegen wir keine Erfahrung. Wir wollen ja gerade die Erfahrung haben. Das ist ja das, was uns jetzt hier wichtig ist. So. Aber wir können den ganzen Kram hier mal reinschmeißen. So, die Erde. Und das hier Lumpe hier. Die Enderperle, die... Oh, wir haben sogar schon ein... Jetzt haben wir zwei Enderperlen. Enderperlen. Oh nein, Moment. Du kommst hier... Was mache ich hier? Ich bin total verwirrt. Ich habe gerade gemerkt, ich habe überhaupt keine Fackeln mehr. Premium verwirrt. So. Jetzt habe ich erstmal wieder Fackeln. Fackeln, dankeschön. Wir haben zwei Fäden, die können wir hier noch mit reinschmeißen, obwohl wir eigentlich genug haben. Fleisch. Leckeres Fleisch. Hatten wir nicht schon mal was gebraten? Ja. Wir haben schon Fleisch gebraten. Nom, 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 nom. So, so. Ich hier, warte mal. 8 waren es, glaube ich. Für 1. Das wäre dann die Hälfte. Für 4, das sind dann 32. Und die können wir schon mal mitnehmen. Und haben wir auch ein Level gekriegt, siehst du? So schnell kann das gehen. Nehmen wir mal hier noch ein bisschen was mit. So. Dann vermehren wir nämlich noch Tiere. Das bringt auch immer ganz gut Level. So, hier, Schafe. Fress. Jetzt fressen mir die Haare vom Kopf. Fresst und vergesst. Haben wir jetzt alle? Furchtbar ineffizient, aber hey. So. Wenn wir einmal hier sind, können wir auch gleich nochmal die Schere schwingen. Dann schwitzen die armen Schafe bei dieser Hitze hier. Ich meine, obwohl es bei mir jetzt hier geregnet hatte, jetzt ist es so komisch schwül warm, ist so furchtbar. Und ich weiß nicht, trotzdem 30 Grad in der Bude, das ist effektiv ungeschmeidig. Das muss nicht sein, finde ich. Aber... lässt sich bei dem Wetter halt auch nicht anders machen. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Das Wetter wahrscheinlich kann auch nichts dafür. Das ist dann halt so. Und damit muss man dann auch irgendwo leben. So, ganze Wolle da rein. Jetzt sind wir wieder gut hier. Mist. Hoch. Dankeschön. Dann gucken wir mal gleich noch, was die Kühe machen. Die können wir auch gleich mitfüttern. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ja, 26 Level.
Ich hätte wenigstens gehofft, dass wir noch in dieser Folge auf 30 kommen, aber... Moment, das kann ich nicht essen. Das kann ich aber essen. Und das könnt ihr essen. Gehen wir noch eine Runde im Pool im Kuhpool schwimmen. So, schön. Oh, haben wir schon alles verbraucht? Ach, das geht aber auch ganz gut. Geht ganz gut. Drrr. Pass auf, wir hauen jetzt hier einfach noch ein paar Kühe kaputt, weil es sind eh so viele. Dann kriegen wir da auch noch ein paar Level raus. Ja, das ist jetzt nicht so effektiv viel. Hätte ich mir etwas effektiver, hübscher vorgestellt. 28, alles klar. So. Ah nee, das wird nicht reichen. Das ist viel zu viel. Die Kühe laufen alle amok. Und wir haben wieder ein paar Steaks. Die wir zur freien Verfügung haben. Können wir irgendwas braten? Wie kann man noch schön Level farmen? Jetzt so vieles ausprobiert hier. Hier irgendwas brennen, ne? Ja, pass auf, dann brennen wir doch noch einfach ein paar Steaks hier. So, nehmen wir nochmal 32. Schmeißen wir hier in den Ofen. So, gucken wir, dass wir 8 zusammenkriegen. Zack. 8 Kohle. 32 Steaks. Rotiert. Weil Essen können wir ja immer gebrauchen. Und was gibt's hier drüben? Warte mal, hatten wir nicht auch noch irgendwie Gold oder sowas, was wir einspelzen können? Naja, ein bisschen. Machen wir hier auch noch. Schmelzen wir hier auch gleich noch ein bisschen ein. Wenn wir einmal dabei sind. Guck mal, hier ist sogar noch was drin. Zack. Ring. Können wir aus. Das wollten wir auch schon lange mal gemacht haben. Brrrt. Brrrt. Was habe ich hier vor? Wir hatten ja für das NPC-Dorf einen Eisengolem gebaut. Und schon lange, lange, viele, viele Monde her, da wollte ich auch mal einen für unser Dorf hier bauen. Einfach mal gucken. Ich hoffe, der zertritt uns nicht die Ernte. Wo stellen wir den hin? Na, lass mal einfach hier stehen. Mal gucken, ob er dann auch hier bleibt. Zack, zack, zack. Und... ich meine, hopp. Ah. Hallo Eisengolem. So, und du passt jetzt hier auf alles auf. Ich habe ja auch gehört, dass die Eisengolems sich sehr von den Blumen angetan fühlen. Oder auch ab und zu Blumen pflücken. Also könnte es vielleicht sein, dass hier in Zukunft bald keine Blümchen mehr am grünen Streifen sind. Es wurde sich sowieso beschwert, dass der irgendwie zu unkrautig aussieht. Ich finde das aber eigentlich gerade schön. Hm. Naja, müssen wir gucken. So, oh, die Folge ist schon wieder viel zu lang. Genug Level haben wir nicht, aber dann halt in der nächsten Folge von Minecraft, also dann, sprich, morgen, werden wir dann sicherlich die letzten zwei Level noch zusammenkriegen. Beziehungsweise ist ja nur noch ein und ein, naja, und ein bisschen, ein und ein bisschen Level. Und, ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir die Spitzhacke verzaubern. Hoffentlich mit was Gutem. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.